Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute geht's weiter mit Zippelpedia. Welche Buchstaben haben wir, Axel? A. B. Gleich nach dem Intro. Wir wissen nicht warum, aber wir sind jetzt warum auch immer bei A und machen nicht die erste Sendung von Zippelpedia. Nee. Das können wir einfach nicht beantworten, warum es so ist. Das ist die Regie. Ja. Das steht im Redaktionsplan. Wir sind ein sozusagen Sklaven des Redaktionsplanes und wir machen das, was uns vorgesetzt wird. Lemminge vor der Kamera. Oft genug sehen wir auch in dem Moment, wo die Kamera angeht, das erste Mal das Thema. Wir leben von der Spontanität. Genau. Und jetzt haben wir spontan A. A, wie Atlas. Super. Habe ich früher in der Schule gehabt, wo man dann wusste, wo Amerika ist. Ja, bei mir war da mehr die Sowjetunion. Aber, ja. Aber hier heißt Atlas ein IT-Verfahren. Atlas steht für die Wörter automatisiertes Tarif- und lokales Zollabwicklungssystem. Ja. Was läuft darüber, Axel? Ich glaube, so ziemlich alles, was wir tun. Ja, das ist mittlerweile, also ich habe das ja noch gelernt auf der Schreibmaschine, auf der Gabriele. Zollanmeldung im Verfahren zu den freien Verkehr mit Kohlepapier dazwischen. Ne? Und das ist sozusagen, zwischen dir und Gabriele? Nee, zwischen den Zollanträgen. Ach so. Und da hat man das Kohlepapier gerne mal verkehrt rum eingelegt und dann wurde das nicht. Das ist eine andere Geschichte, auch mit dem Telex, ne, wo du dann 2 Stunden Telex geschrieben hast und einer auf das Lochband getreten ist, war es gerissen. Das alles normal machen. Kannst du deine Zweideutigkeiten heute mal? Nein, das ist nicht zweideutig. So, und jetzt aber das Atlas-Verfahren ist sozusagen ein Zollabwicklungssystem, welches die Spediteure, die Kollegen, wir weniger benutzen, um eben die Abfertigung und Überwachung zum grenzüberschreitenden Warenverkehr per EDV, digitalisiert, online, wie man will, zu managen. Super, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Perfekt erklärt. Ja, mehr geht nicht, Axel. Gut, dann mache ich den nächsten auch und du die letzten beiden. Du bist so ein Sausack. Das nächste ist das Binnenschiff. Im Fachjargon auch Bischi genannt, was wir beide ziemlich blöd finden. Ja, hast du schon mal einen Bischi sagen können? Doch, wir haben noch einen Kollegen, weißt du? Der penetriert. Ja. Über den könnten wir auch mal, den könnten wir mal einladen. Ja. Penetration, das wäre auch noch mal ein Vokabel. Ja, und schon wieder bist du bei den Zweideutigkeiten. Ja, aber der hat es eben geschäftlich gemeint. Ein Binnenschiff ist ein Schiff. Geschäftlich? Ja, der hat Kundenpenetration. Ja, man kann auch ein Geschäft draus machen. Das zur Fahrt auf Binnengewässern und Binnenwasserstraßen konstruiert ist. Ja. Der hat aber einer mal richtig. Das heißt, wenn da mal so eine Wellen sind wie bei der Viking Sky oder wie das Ding hieß jetzt, dann geht's unter. Ja, es sind im Gegensatz zum Seeschiff weniger hohe Anforderungen an Stabilität und Segel. Okay. Und an Rettungszeugs, was noch dran ist. Ne? Weil die müssen ja, glaube ich, kein Boot dabei haben oder so, weil bis zum Ufer geht man immer davon aus, dass man schwimmen kann. Oder? Ja, aber pass mal, wir können jetzt ja dieses aus dem Internet, Wikipedia sogar, wir können es jetzt noch verfeinern. Es gibt ja ein klassisches Binnenschiff und da gibt es ja einen Schubverband. Ja. Der besteht aus? Ein Leichter heißt das, glaube ich. Schuber? Schieber? Nee, Schuber. Vollen Schieber im Schuber. Schieber und dann schiebst du die Leiche. Ein Schubverband ist vorne ein, das heißt doch leichter, ne? Ja. Leichter? Sozusagen wie ein Binnenschiff ohne Kabine. Und dahinter ist das Schubboot, was kurz ist, wie so eine Art Zugmaschine auf der Straße. Und die schieben diese Leichter an. Hm. Eine schiebende Zugmaschine. Ja, das hat den Vorteil, dass du ganze Leichter an die Kaikante stellen kannst und mit dem Schubboot weiterfahren kannst und woanders wieder neue Leichter aufnehmen kannst. Das ist sozusagen die intelligente Form eines Binnenschiffs. Super. Würde ich es mal mit meinen Worten ausdrücken. Und meistens hat es weniger Tiefgang. Ja. Leichter. Ist klar. Ne? Kommen dann gerade so über die Elbe, wenn die dann mal wieder kein Wasser hat, dann ist oft ein Schubverband besser dran als ein Binnenschiff. So, jetzt habe ich mehr oder weniger die ersten beiden erklärt. Jetzt machst du weiter mit Carne TER. Oh. Carnetier. Transport Internationaux Routiers. Ja, ein zollrechtliches Versandverfahren zur vorübergehenden Einfuhr und Transit von Waren, Axel. Wenn man durch Europa fährt und nicht an jedem Milchbock anhalten will, dann nimmt man am sogenannten Carnetier-Verfahren teil. Das heißt, die Ware wird einmal angemeldet. Im Vorgespräch hast du diese ganze Information nicht rausgelassen. Der Haus hier ist... Ja.
Ich wollte auch mal glänzen. Toll. Nee, vor laufender Kamera. Das sind die Schilder am LKW, TER, die auch manchmal durchgestrichen sind. Die müssen durchgestrichen und gerne mit Klebeband, wenn die eben nicht im TER-Verfahren. Genau. Und das erleichtert eben die Durchfahrt von über verschiedene Grenzen. Und das muss dann am Anfang sozusagen angemeldet werden und am Ende abgemeldet werden. Und dann kannst du die Strecke im Transit fahren. Deswegen, ja. Ne? Und du hast das Französische auch nochmal übersetzen, aber das ist. Aber ich dachte, ich drück's dir ganz fies aufs Auge, aber du kannst das ja. Ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Dafür machst du jetzt Carnet ATA. ATA. Ja. Das ist ein von 77 Ländern, darunter die alle Staaten der EU vertraglich anerkanntes Zolldokument, das die Abfertigung vor einer vorübergehenden Einfuhr von Waren an Land im Rahmen des ATA-Übereinkommens vereinfacht. Ich erkläre es jetzt mit meinen Worten, so haben wir es in der Berufsschule gelernt. Ein Beispiel ist, wenn ein Handwerksbetrieb mit einer vollbeladenen Gitterbox in ein fremdes Land fährt und da sind Werkzeuge drin, die sie während der Ausübung ihrer Tätigkeiten benutzen, dann wird diese Gitterbox mit dem Inhalt sozusagen im Carnet-ATA-Verfahren eingeführt und die muss so wieder zurückgeführt werden. Da darf keine Bohrmaschine fehlen. Hast du heimlich gelernt? Nee, das habe ich noch aus der Berufsschule. Ist ja noch nicht so lange her. Ja, jetzt ist aber Hammer. Jetzt hast du mich genau überrascht. Ich hoffe, es ist ja in Wirklichkeit schon richtig lang. Ich hoffe, dass das noch stimmt. Ja, du, nach 40 Jahren ändern sich mal die Gesetzgebung. Aber weißt du, wir haben ja, der aufmerksame Zuschauer wird uns jetzt ja wahrscheinlich schreiben, wenn es nicht stimmt. Ja, so stimmt. Fordern wir auch unsere Zuschauer ein bisschen zum Mitdenken auf. So habe ich es gelernt. Das war auch meine Klassenarbeit. Die habe ich, glaube ich, auch ganz gut abgeschlossen. Wir leben vom regen Dialog mit unseren Viewern. Und denn, wenn ihr da unten kommentiert, das und nicht immer nur dieselben, ne? The Querdenker, herzliche Grüße. Aber wir haben ja hier, und Howie, der ja immer so eine lange Pamphlete abhandelt. Also wir können ja auch Howie nochmal auffordern. Aber Howie kann uns doch mal ins Konzert einladen. Hau doch nochmal rein. Howie, kannst du singen? Ist das nicht der Hello Howie? Again. Nein, Hello das ist er nicht. Nein. Du, ich möchte dich heute noch singen. Wir haben jetzt mal richtig was rausgehauen. Ja. Wir waren jetzt auch der aufmerksame Zuschauer. A, B, C. Ich bin mal gespannt, mit welchem Buchstaben wir nächstes Mal weitermachen. Ich denke mal mit F oder K oder ich weiß auch nicht. Bis dahin auf alle Fälle allzeit gute Fahrt. Gute Fahrt. Er verhütet mit Gabriele und Kohlepapier. Mit Kohlepapier zwischen. Habe ich verhütet gesagt? Nein, du hast alle gesagt. Zwischen mir und Gabriele. Ach so, darf ich überhaupt nicht. Also hier, Julia, ich habe solche Gedanken gar nicht. Nee. Nee.